Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Guten Abend an alle. Ja, guten Abend. Wie lief dein, deine Challenge, Bro? Alles super. Ja. Von Pro zu Pro war das peinlich, Bro. Ey, wie redet der? Mann, ey, das ist ein Stück Scheiße, was willst du von mir? Ich sage euch jetzt schon mal, ja, wenn ich irgendwann mal Imposter bin, ich bin schlecht, damit das jeder weiß, ich kann das Spiel nicht richtig. Das kann Danny auch nicht, das ist nicht schlimm, die Hälfte der Runde kann das hier nicht. Ey, das spielt jetzt seit 2 Jahren und kannst noch nicht. Ey, Billo. Ja, Bro. Ernst jetzt, Bruder, ernst Frage, hast du einen Win wirklich selber geholt? Bevor du hier drin warst, hat Eidos richtig geschossen gegen dich, Bro. Er meinte, du hast nicht einen Win geholt, Bro. Bruder, er sagt die ganze Zeit, Bilal hat nicht mal einen Win und so. Ich denke, welchen Bilal meint? Meint er den Bilal? Ja. Eidos, du denkst, du bist jetzt mal erstmal Hand aufs Herz. Wer bist du denn überhaupt? Andi Imposter, wenn ihr mich nicht killt, dann kriegt ihr doppeltes Hubs von mir. Wenn ihr mich nicht killt und gewinnt. Was hatte ich denn erzählt? Ach ja, wenn die Nase kitzelt, sagt man, man streitet sich. Hm? Was? Warte mal, ich muss mich hier gucken. Melina, wer streitet sich? Naja, die Person, der die Nase kitzelt, mit einer anderen Person. Achso, ich muss. Rohat und Bila sind da reingerannt. Manfred schleppt die ganze Zeit meine Hand ab. Ich kann nicht, Digga, meine Hände sind so nass. Du kannst mir helfen beim Spielen, wo wer ist. Kommuniziere mit dem Chat. Nein, Spaß. Rohat Eldos. Oh. Gleich unten. Unten in der Mitte. Ich weiß nicht, wie das heißt. Da, wo man so scannt. Wo man in diesen Raum reingeht, wo man so scannt, den Körper. Madbay. Es ist relativ. Es ist simpel. Es ist Eldos. Er meinte erst mit. Digga, Eli, guck. Ach, okay, nee, warte doch nicht, doch nicht. Warte. Okay, ich versuche nochmal zu erklären. Ich bin von ganz rechts einmal runtergelaufen, dann nach links und dann war es schon direkt da. Das ist aber Story. Weil er sagt runter, das ist dann nicht... Ach, Digga. Digga, jetzt haben wir eigentlich 100 Sekunden oder so verbrochen. Ich habe irgendwie einen falschen Ort gesagt. Doch, das war... Doch. Communication. Communication. Guck, wo Communication ist. Communication ist komplett woanders, Digga. Ey, das weh, du fährst mich an. Ich hab's gewusst. Eldos, der Schlingel. Der muss jetzt in Mallorca draußen schlafen. Ehrlich. Er hat ihn gekillt und ist dann hier hingewendet. Security mit Rohat. Rohat ist der Zweite. Darfst du jetzt noch was sagen? Oder nein, ich bin tot. Mika, ich bin gerade hingelaufen. Ich hoffe, das hast du gesehen, ne? Bruder, ich schwöre, Mika, ich bin gerade da hingelaufen. Sag mal, was ist das? Auf alles. Mika, oh. Melina, real talk. Wenn hier, dann ich verstehe die sonst nicht. Und der Chat auch nicht. Ja, ich dachte, du darfst dir nichts mehr sagen. Ich muss den doch zuhören, der Chat. Wir wissen, wer es ist. Mika, war es nicht. Was willst du wissen? Was willst du jetzt wissen? Ich habe gefragt, was auf dem Küchentisch steht. Ein Kuchen? Ja, und wer hat den mitgebracht? Mein Papa. Willst du den Kuchen? Ja, und was war noch in der Tüte? Da ist eine Bowl drin. Und wem gehört die? Dir. Mir? Die habe ich dir vorhin mitgebracht, weil ich ein guter Freund bin. Ja, das ist süß. Ich habe dir auch Kartoffeln mit Bohnen mitgebracht. Danke. Ich glaube, das sind die ersten Anzeichen. Meine Nase hat reingejuckt. Also, wenn die Imposter jetzt wieder... 10 Gift-Tabs mehr, wenn ihr gewinnt und ich lebe. Ob ernst, Mo, das war der am wenigsten ergebenste Sinn dann von dem Kill. Ja, ich werde gerne mit dir reden, aber... Und jetzt ist Ruhe im Chat! Eidos bleibt am Leben, mein Freund. Oh, Eidos, ich würde es so gerne tun. Weg! Wenden! Und weiter geht's! Einfach die Aufgabe machen. Einfach die Aufgabe. Das Korei. Ich hab beide Imposter. Ich war Camps mit Mika. Ich gehe zu Medbay hoch, ich gehe rein, ich sehe eine Leiche. Ich gehe raus, weil ich ein schlau im Leben bin. Gehe ich zu den Camps und sehe da Korei und Eli. Das heißt ein potenzieller Vent. Jetzt aber geht Danny in Medbay und geht wieder raus. Ich dachte eigentlich, was? Zwei Tote, aber es ist nur ein. Eldos hat erklärt, wie ein Zweitkämpfer. Danny raus, erste Sache. Das. Was? Vielleicht hat er die Leiche nicht gesehen, Korai. Nein, Bruder, nein. Da kannst du nicht springen, mit, er hat die Leiche nicht gesehen. Sag nicht mit raus, du warst auch Mist. Wo lag die denn genau? Bei Camps. Ich war Medbay, ja, ich war Medbay.
Ich hab aber diese scheiß Reagenz gesehen, man wollte gerade durchziehen. Wo lacht die Scheiß Leichen? Digga, ich schwör's euch, genau ihr seid die schlechtesten Two-Mates. Sag doch einfach... Was denn? Wer? Du sagst, du hast beide, Digga. Ich hab doch gesagt. Danny nein, und... nicht wir. Warum zieh mich nicht in einen Topf mit Eldos? Eldos hat das gesagt. Ich hab gesagt, Danny ist es. Ich bin verloren. Aber Corey, du hast doch gesagt... Ja, und wer ist der Zweite? Achso, ich dachte, es waren zwei Kills. Es war ein Fehler von mir. Digga, Jungs, ich check... Warte, sei mal ruhig. Ich check eben nämlich gar nicht. Am Anfang sagt er hat den Call seines Lebens und ich bin jetzt noch verwirrter als vorher. Ja, weil Eldos, ja, Eldos, dein Call hat wirklich alles verwirrt. Junge, mach's für keinen Sinn, Bruder. Ich hab doch Jungs, drei Leute die Frage gestellt. Bevor ihr wählt. Danny und Eli. Laut für Eldos. Dann sehen wir eine Leiche in Medbay. Wer denn? Nenn einen Namen. Schaltet die Presse alle Fresse. Da liegt eine Leiche in Medbay. Danny kommt aus Medbay. Eldos sagt, er ist ein Verdächtiger. Er ist ein Mörder. Das kann sein, dass ich ihn gesehen habe. Dann sagt das doch am Anfang, Digga. Dann sagt das doch am Anfang. Wie soll er ihn nicht gesehen haben? Ich hab eine Idee, nämlich ich bleibe bei Dribbler und Koray. Das bringt noch nichts, jetzt die ganzen Leute rauszuwählen. Das wäre viel zu früh. Und deswegen bin ich schlau im Leben. Ich lass mir... Oh. Ich lass mir Danny übrig. Also den Kill hat auf jeden Fall Danny nicht gemacht, das kann ich schon mal sagen. Danny, wie bist denn du in Admin reingekommen? Über oben. Bitte einmal rede mal. Okay. Also okay, für den ersten Mord eben, ja, letzte Runde. Gehen wir mal bitte davon aus, bitte geht mal kurz davon aus, dass ich absolut verloren bin und die Leiche nicht gesehen habe, ja? Okay. Wer kommt denn für den Kill sonst noch in Frage? Koray und Eldos, oder? Nee. Eldos hat was gesagt. Koray, welche beiden waren denn Camps? Du hast gesagt, du hast beide. Welche beiden waren das denn? Bruder, guck mal, ich sag dir jetzt meinen Call, warum ich sage, ich habe beide. Ich habe Danny kurz davor, letzte Runde, in Electrical gesehen und Eli kam unten bei dem Vent da die Area raus. Ich dachte, ja, er wäre gewendet und dann lag ja in Medbay die Leiche. Dann dachte ich, okay, Medbay eine Leiche, weil Eli gewendet ist und Dribbler, weil er zu Medbay gewendet aber ist. Aber Eli könnte die Leiche, also könnte auch der Mörder sein und vom Medbay... Theoretisch gesehen schon, ja, aber wenn das war Danny sie übersehen hat. Theoretisch, wir reden nur von der Theorie. Okay, aber dann muss ich jetzt zwischengrätschen, das ist ja das Dümmste, was ich hier gesehen habe. Ich ja, war nämlich deswegen unten. Ja, deswegen sage ich ja, es ist Danny. Es kann Danny sein, aber ich bin es garantiert nicht, weil Danny und ich haben beide diesen Kill nicht gemacht. Diesen Kill haben auch nicht Koray gemacht. Mo, Eldos, Rohat oder... Du kannst ihn davor gemacht haben. Ich kill jetzt sowas von krass Mo. Mo muss dran glauben. Danny muss weiter sus bleiben. Danny muss weiter sus bleiben. Wo ist die Glatze? Laufen leider zu zweit. Nicht ihn wegmachen, gut. Ich bin Kaffee. Digga, aber das ist doch die ganze Zeit. Ihr könnt jetzt wieder sagen, dass ich verrückt bin und nur auf Danny gehe, aber er kommt halt von da, Digga. Was soll ich erzählen? Warte mal, ey, ich hab eine andere. Okay. Eldos, wir waren noch oben rechts mit Eli, ne? Ja. Wie war der auf einmal auf Lights, wenn wir. Wir sind runtergelaufen, er ist hoch, wie ist er auf einmal hingekommen? Hä, hey, was, Digga? Ich weiß ja, aber wir haben ihn verloren, das kann sein. Wo soll ich hochgekommen sein? Ich war mit euch Electrical. Wie bist du zu Lights gekommen? Zu Lights? Ich bin runtergelaufen, du Vollidiot. Ich war Shields, ich war mit euch Cafeteria, bin nach unten gelaufen und dann Electrical. Dann bin ich hochgelaufen und bin jetzt kurz vor Cafeteria. Ich bin mit Bucher relativ eng die ganze Runde so zusammen gewesen. Er hat den Kill nicht gemacht. Wir laufen von oben links, von Upper Engine runter, ne? Die Leiche liegt übrigens Lower Engine. Ja, wer mir halt von Upper Engine entgegenkommen ist, so, ne? Ich mag euch jetzt den Call. Ich nehme das Zepter in die Hand. Ich hab den Redeball jetzt zum ersten Mal. Ich hab kurz den Redeball, weil ich zum ersten Mal länger als drei Runden überlebt habe. Koray oder Danny sind's, weil die sich die ganze Zeit selber anmachen und die wollen uns jetzt... Okay, und dann sag ich dir jetzt, dass Bucher mich helfen kann für diesen Kill, weil ich den nicht gemacht habe und das heißt Danny ist es. Naja, wir skippen trotzdem. Scheiße. Warum skippen wir bitte, Mann? Beste Chance. Man wählt bei 7 nicht. Okay, man wählt bei 7 nicht. Einmal den Redeball bitte. Redeball jetzt. Okay. Also, ich bin wirklich ein scheiß Imposter, ist so. Aber wenn du meine Videos gesehen hast, dann weißt du, ich spiele viel aggressiver. Da wären schon Double Kills gefallen. Ich bin es nicht. Es ist dann Eli. Perfekte Scheiße. Es ist Eli. Digga. Und das ist. Es ist so krass. Digga, erste Runde. Ich mache meine Task-Vent. Diese scheiß Vent-Task. Und ihr babbelt mich voll.
Okay, wir skippen jetzt, Ich hab geskippt, zwei Imposter haben ihn gewählt. Gib mir die Emotes bei Danny im Chat. Digga, was ist denn mit dir auf einmal los? Was ist denn jetzt mit dir los? Dann ist es, Cora, ich bin bei dir. Dann ist es safe, Danny. Hä? Ja, ja. Wie kommt Danny auf mich? Check ich nicht. Kann ich nicht checken. Wir müssen Doppelkill machen. Mika muss checken, dass wir einen Doppelkill machen müssen. Mika, bitte. Oh Gott, wie viele da sind. Es ist so dumm, ne? Cora ist ja gegen Danny. Eigentlich ist doch Mika, einfach, wie oder? Wie lang ist dieses Licht aus? Mika oder Eli, einer von beiden. Ja. Warum benutzt du das? Oh mein Gott. Die Leiche ist irgendwo in der Mitte, aber wir waren zu viert. Wo in der Mitte? Du stehst doch vor der Leiche. Digga, ich bin Lower Engine. Ich bin Lower Engine. Lower Engine. Digga, warte mal ganz kurz. Es geht hier in eine ganz, ganz falsche Richtung, wollte ich mal gesagt haben. Nein, 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 es geht gar nicht. Ich bin Lower Engine. Ihr seid zu viert irgendwo. Wo ist denn diese... Digga, ihr macht das so schlecht. Eli und Mika, ihr braucht... Wir vier müssen diskutieren, wer von euch beiden. Ihr braucht gar nicht... Ja, dann mach. Aber ich bin Richtung Electrical gegangen, weil die verdammten Lichter seit 20 Minuten aus sind. Wo bist du gekommen? Von Admin. Junge, da wird nur Zeit gespielt. Am Anfang der Runde kannst du doch sowieso keinen Kill. Ja, aber es ist doch nur einer von den beiden. Was hat dir und Elder zusammen? Den Kill kann ich ja nicht mal gemacht haben. Ore hat ja am Anfang schon gesagt, dass Eli theoretisch erst killen kann. Ihr wart's auch nicht. Wer wird eher, Eli oder Mika? Denk an die erste Runde, dass Eli auf dem Bench stand. Okay. Soll ich dir sagen, warum ich auf dem Bench stand? Weil ich meine Task gemacht habe. Ich habe meine Task, meine Vent-Task gemacht. Warte, auf welchem Vent war das nochmal, Eli? Unten rechts, bei Security da. Okay, gut, ich wollte nur... Wobei, Mika oder Digga, es ist... Also ich checke es nicht. Ganz kurz mal. Du hast ein Alibi. Du bist seit der ersten Runde sass, Digga. Du bist doch seit der ersten Runde sass. Aber ich hab für diesen Kerl ein Alibi. Von allen Jungs. Raus mit dir, du Schwanz. Raus mit dir. Wieder schauen, reingehauen. Schuss. Digga, ohne Sinn. Oh, jetzt wahrscheinlich Mika oder Koray. Nein, Koray ist nicht. Bitte nimm meinen Namen nicht in den Mund. Ich fahre nach Hamburg. Ich mein's gut. Du nimmst meinen Namen nicht mehr in den Mund, Koray, du Alblut. Was ist der Imposter, Danny? Seit der ersten Runde. Ich weiß es. Ich hab's gesehen. Also, Chat, das ist aber, also... Ey, du bist im Mute. Danny geht die ganze Zeit auf Koray? Die ganze Zeit? Auf einmal nicht. Oh. Ich sage dir jetzt mal eine Sache, Koray. Was? Ich mach das noch nicht lange hier, ja? Ich hab Spitz vielleicht zum zweiten und dritten Mal. Wenn du hier reinkommst in die Runde und sagst, du hast zwei Imposter und du hast nicht mal eine einzige. Ja, bitte. Digga, aber wie seid ihr auf Eli? Ja, das würde mich auch. Ich hab auch eine Frage. Nein, ich hab den Redeball. Die Glatze sagt mir jetzt, diesen einen verrückten Paul, dieses, wie bist du leids gekommen? Erzähl's mir. Ich und Eldos waren oben. Ja. Und dann bist du nach links. Ja. Ja. Nein. Ich bin einfach die ganze Zeit runtergelaufen, mit euch zusammen. Wie vermutet man mich da? Das ergibt keinen Sinn. Ich werde rausgewählt. Fünf Leute wählen mich. Ich hatte mit dem Kill gar nichts zu tun. Nächste Frage an Danny. Ja, Koray beschuldigt dich die ganze Zeit. Du beschuldigst Koray. Drei Runden lang. Wie kommt der Sinneswandel? Ja. Einfach so. Ich habe keinen gekillt, seitdem. Weil Koray doch gesagt hat, dass, also ich habe ja gefragt, wer kommt sonst noch in Frage? Entweder du oder Eldos, weil du auf dem Bench standest so. Deswegen du. Und weil ich wusste, ich bin es nicht, weil ich offensichtlich kein Imposter war, war es halt du. Deswegen bin ich auf dem Bench. Aber dieser Verrückte, wenn Koray dich die ganze Zeit wählt, dann geht man automatisch darauf auf den anderen, dass es Koray ist. Und ich sage, ich habe da meine Vent gemacht, diese Task. Ein besseres Alibi gibt's gar nicht. Mann, Chats. Ich suche meine Menge. Ich suche die Menge. Okay, hab die Menge nicht gefunden. Leiche liegt Communication. Eldos, du warst rechts, ne? Wer ist hochgelaufen? Hast du gesehen? Nein. Heil, Abi, heil. Ich hab nur seine Beine gesehen nach oben. Hä, hey, aber ja, wohin? Nach Storage oder zu mir? Richtig, guck mal, du warst so Shields unten. Da ist einer dann hochgelaufen, aber ich weiß, wer das war. Ich ziehe mal einen aus dem Verkehr. Love's your face, Reason A. Raus mit dir ist nicht der Imposter. Also für diese Runde auf jeden Fall, deine Kinch mal. Selfie-Board wäre Quatsch. Obwohl, Mustafa ist eine Wundertüte. Mustafa ist eine Wundertüte, aber erste Runde ist verquatscht. Bilal, erzähl mal, wie geht's dir? Nein, nein, jetzt. Ich muss die Karte haben, Bruder. Was ist? Ich guck mir die Karte an, wo ich überhaupt hier bin, Digga. Ne, ist okay. Entscheid dich einfach zwischen drei, Bruder. Nenn mehrere Orte einfach. O2? Ey, Bilo, was sagt Koray die ganze Zeit? O2 bist du? Ja, ich hab nicht gehört, was er gesagt hat. O2 bist du? Junge, er macht Pitner, Bilal, glaub ich. Digga, Koray.
Ich schwöre, die Ohren können auch jetzt nicht langsam recht drauf, ich schwöre. Digga, der eine hat einen Job, Mustafa hat einen Job. Ich hab ihn nicht gesehen. Ehrlich. Ehrlich, hab ihn nicht gesehen. Dann werde ich beschützen jetzt in dem Moment. Also, da muss ich auch kurz was sagen. Eidos, du siehst nicht aus wie Grealish und Mustafa, du siehst nicht aus wie Valverde. Bisschen. Wir sind du. Beide bei Real. Junge. Ich kann das nicht mit. Ich kann das mit den Jungen nicht. Rohat ist hier, Mika ist hier, Reason ist hier. Mhm, mhm, mhm. Eldos ist hier. Mhm, mhm. Mhm, okay. Mhm. Oh mein Gott, was? Bilal hat. Was? Oh mein Gott, er war nicht gestummt. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Oh mein Gott, er rennt hinter mir. Er sagt, Chat, ich würde so gerne. Oh Gott. Oh. Nein, ist das Bilo, nein. Bruder, er war nicht gestummt. Bilo, jappt mal, ja. Bilo! Ah, das ist eine Respektlosigkeit. Bilal, was sagst du dazu? Bilal, sag was dazu, du musst das sagen. Ich bin sauer, die verfickte Taste, ja. Bilal, wer ist dein Partner? Ist Eva verloren? Sag mal, wer dein Partner ist? Das ist scheiße, Mann. Okay, warte mal, dann ist, weil ich schlau im Leben bin. Also, Koray ist es nicht, er ist zu sehr auf Bilal gegangen. Ich bin es nicht. Da waren noch fünf Leute in Electrical. Mhm. Also, guck mal, wir können Bilo war einer davon, weil er war ja an den Lights, richtig? Ja. Können wir die anderen vier doch direkt ausschließen, weil der Kill doch irgendwo dann links passiert ist. Oder und wegen solchen Sachen werde ich am Ende wieder in den Arsch gefickt. Kann ja nicht sein, dass dieser Kill schon länger da ist oder irgendwie etwas. Wegen solchen Sachen muss ich ja ausrasten und wieder mein Bildschirm kaputt machen. Hä? Warum denn? Was denn gesagt? Bro, weil es kann legit sein, dass es am Anfang irgendwo war, keine Ahnung, dass der Kill irgendwo passiert Rohat, ist, aber oh wir nein. Es nicht gesehen haben. Niemand ja, hat dich... Rohat, niemand ja, hat dich beschuldigt, Bro. Oder alles gut, Digga. Dein langes Stream hat dir nicht gut getan. Ja, aber 1-1. Weil wieder 500 Leute ausgeschlossen werden. Rohat, bleib mal... Oh, wir haben also, gar nichts gesagt. Also, Digga. Wenn du es bist, dann brauchst du dich auch nicht wundern. Ja, wirklich. Also, hol dir ein Paper, 10 Gramm und ja. Ehrlich, wirklich. Da hat niemand was gesagt, Bro. Also, wenn es jetzt Rohat wirklich ist... Digga. Digga, das ist ja das Schlechteste. Ist der Lack oben mit Upper Engine? Ich weiß es nicht. Digga, wie schlecht! Ich war gerade bei dir. Junge, ich war gerade oben bei Upper Engine bei dieser komischen Karte, die ich umschieben muss. Ist das wirklich Rohr? Jungs, als ich mit Milo Teammate war, schon raus. Ja, okay, Bruder, da stimmt auch wieder. Hä, aber wie schlecht bist du denn, Rohr? Es tut mir so leid, Bruder. Aber das ist schon sehr schlecht, Rohr, sorry. Digga, ich guck. Soll ich dir eine Sache sagen, Eli? Rohr, das tut wenn, mir wirklich wenn ihr da jetzt weiter geredet hättet, ich sag es euch, weil ihr alle da zusammen wart, ich werde sowieso gefickt. Ja, aber wieso rastest du so aus? Okay, ich verstehe, er wollte das schnell beenden, damit es nicht so weit kommt, okay? Nein, er wollte sich schütten, es war übelst schlecht gespielt.